Hallo und willkommen zurück bei Space Base DF9. Und wir haben ja letztes Mal so ziemlich jeden Raum einmal gebaut und zwei Space Debris hier sind aufgetaucht. Mein Plan wäre jetzt einfach, das Ganze hier mal ein bisschen laufen zu lassen, bis wir die letzten Slots hier noch voll haben und zumindest noch zwei Leute mehr für die Security, wobei fünf Leute Security schon echt viel sind. Wenn jetzt nicht zwei absolute Vollhongs dabei wären, würde ich sagen, probieren wir damit mal die Station. Aber wir müssen zumindest warten, würde ich sagen, bis 4 oder 5 Securities 3 Sterne haben. Also zumindest meine Erfahrungen sind bisher, dass die Gegner da drin nicht unbedingt schlecht sind. Und da die auch nicht unbedingt alle gleichzeitig eintreffen, würde ich da jetzt, glaube ich, mal eben ein bisschen laufen lassen. Mit dem Kochen, dass das so gut funktioniert, finde ich gut. Nächstes Mal baue ich das direkt nebeneinander. Ich glaube, ich würde hier drin einfach dann da vielleicht auch nochmal so ein Ding dran bauen, hier oben dann nachher umbauen. Können wir eigentlich schon fast machen gleich. Jetzt warten wir mal eben, bis der Reaktor hier fertig ist. Das würde mich nämlich auch noch interessieren, ob der tatsächlich irgendeine Funktion hat. Der würde natürlich viel schneller fertig werden, wenn wir jetzt da zum Beispiel eine Tür oder sowas hinbauen würden. Aber wir warten erstmal so. Türen. Weißt du, da schlägt man sich hier auf einer super modernen. Oh, Raumschiff, cool. Raumstation rum und was ist, dann fehlen die Türen. Gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. So, hi. Was, Baby? Das klingt nach einem sehr komischen Grund, aber ja, kommt die reparieren. Und von mir aus bleibt er auch ein bisschen länger. Hauptsache, wir können kämpfen. Zwei Leute, perfekt. Jetzt müssen wir nur noch. Also, sind noch nicht da. Oh. Ach nein, es sind Raider. Okay. Dann begegnen wir jetzt den ersten Raidern. Die werden sich jetzt. Das sind Gott sei Dank die guten Raider, die kommen schön durch die Eingangstür. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Beacon hinsetzen. Oder sagen wir mal. Ah, cool, man kann sagen, wie viel. Das erklärt, warum das so schlecht ging. Ich hole mal alle direkt. Ich hoffe nicht, der Turm müsste sich da auch mit einmischen. Ihr sollt da nicht rein, ihr sollt hier erwarten. Oh ja, der Turm schießt tatsächlich. Das könnte gut ausgehen. Da ist einer von uns. Ein Techniker, den hat es leider erwischt. Sollten da nicht zwei Räder sein? Ah, da liegt hier nur einer, oder? Kommt der zweite noch? Ich sehe ihn nicht, aber okay, es hat alles funktioniert. Keiner tot, das ist schön. Um ja ein bisschen Erfahrungspunkte zu sammeln. Oh nein. Ah, wir haben eine neue Krankheit. Das gebrochene Bein wurde entdeckt. Gott sei Dank wissen unsere Doktoren schon, wie man das heilt. Wahrscheinlich hier durch den Schuss. So, jetzt müsste der Herr Doktor sich halt nur noch mal bemühen und den guten Mann ins Bettchen stecken. Ich schaue mal in den Research Screen. Hier gibt es ja für die dieses. Ah, hier können wir auch nichts machen. Gut, super. Oh, ich sehe gerade, die Phaser-Rifles sind auch schon fast fertig. Das ist ja super. Dann würde ich sagen, dann traue ich mich auch, das Ding da hinten anzugreifen. Leider kann man nicht aussuchen, welche von den Wachen mithilft. Der ist ein bisschen schlecht drauf hier. Warum sind wir schlecht drauf, Mann? Hunger? Also Essen haben wir. Also kann es nicht dran liegen. Amüsierung, ja, weiß ich gar nicht, was ich darf. Könnte ich jetzt vielleicht tatsächlich nochmal hier sagen. Ich baue hier nochmal eine Pflanzenzucht und da nochmal eine Kneipe hin. Guck mal, hier dann eher nochmal die Kneipe, mache hier einen Durchgang. Muss ich mal gucken. Betten sind frei, daran liegt es nicht. So, jetzt bringt ihr den mal bitte ins Krankenhaus hier. Wer ist denn unser Doktor eigentlich? Zitschunk, wo bist du? Er schläft. Ist aber sehr glücklich. Können wir nicht aufwecken? Sieht nicht so aus. So, haben wir das Ding bald fertig? Ah, hier, der Reaktor steht. Und er hat tatsächlich halt noch keine Funktion, aber gut, dass er da ist. Die Dinger können nämlich unheimlich schön explodieren und unsere halbe Basis mitnehmen, habe ich gehört. Ich habe es noch nicht gesehen,
Aber hier fehlen uns noch 4 Forschungspunkte. Für die besseren Rifles, also für Rifles überhaupt, also für Gewehre statt Pistolen. Und dann trauen wir uns mal. Welchen nehmen wir denn zuerst? Das kleine oder das große? Ich würde sagen, das ist schneller dran, aber. Wobei, das sieht da schon kaputt aus. Das auch. Die Eingänge sind natürlich super praktisch. So gut, wie sie nur sein können. Die Frage ist auch, ob wir das dann nachher tatsächlich einfach mit einem langen Flur anschließen wollen. Oder ob wir das ganze Ding abreißen und uns selber neue Räume bauen. Ich bin ja fast versucht, das. Wobei, das müsste man dann halt auch organisieren. Da können wir mal gucken. Kriegen wir schon hin. So. Haben wir's? Sonic Ball Driver. Das ist schon das nächste, oder? Tatsache. Warum? Ah, ich habe das aus Versehen gewechselt. Da kann ich ja lange warten. Okay, komm, ich spule mal eben vor. Ah, die Security trainiert sehr schön. Keine Müdigkeit vorschützen. Und. Jetzt haben wir sofort. Oh, der Sauerstoff, der ist aber nicht bei 100%, ne? So, ich möchte aber die Screwdriver auch nicht machen, sondern ich würde mich jetzt erst für dieses Materie-Ding hier interessieren. Oder Krankheiten verringern. Na, erst mehr Geld. So, dann wollen wir mal. Schauen wir uns das Ding hier mal an. Da kann ich auch nur generell sagen, ja, schicken wir mal alle hin. Und hoffen mal, dass das kein Fehler ist. Ach, es wird bestimmt ein Fehler sein. Aber bei 15 Leuten können wir uns das, glaube ich, erlauben. Oh, wo ich aber gerade sehe, wo wir 5 Leute gleichzeitig losschicken wollen, wir haben ja noch nur 2 Space Suite Locker hier. Da könnten wir vielleicht nochmal einen dabei setzen, damit nicht. Von mir ist auch 2. Sich da mehr Leute gleichzeitig umziehen können, wenn wir das jetzt öfter brauchen. Aber öfter ist halt übertrieben auch. Ich glaube, die waren hier jetzt gerade auch. Oh, kann es sein, dass die Tür nicht zugeht? Wenn ihr nicht wundern, die Leichen werden hier in Geld verwandelt. Und er sollte vielleicht mal endlich in die Krankenstation. Oh, okay. Der Bacon wird wieder gelöscht. Ich sehe hier gerade. Piep. Ein Raider. Belagerungsvehikel quasi. Kommt an. Das sind die Dinger, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Die werden sich jetzt irgendwo unter unsere Station hinsetzen und da ein Loch reinbuddeln. Quasi irgendwie die Platten hochdrücken und da reinkommen. Na gut, aufpassen wo. Ist auch recht schwer abzuschätzen. Ich würde aber sagen, die bleiben hier. Ich schicke mal einen vor sich, aber da. Ach, das geht nicht. Ah ja, da kommen sie. Ich hoffe mal. Das ist jetzt kein Problem. Haben wir schon erledigt? Das ging aber schnell. Oh, was ist jetzt los? Assertion failed. Oh nein. Ich ignoriere es mal. Kann ich wieder ins Spiel? Ich kann wieder ins Spiel. War eine Fehlermeldung. Scheint aber nichts Gravierendes gewesen zu sein. Okay. Der Raider ist tot. Das hat ja super funktioniert. Er ist immer noch nicht im Krankenhaus. Ich glaube, ich mache hier lieber 4 Security und einen Doktor. So, sollen wir schon rüber oder warte ich jetzt eben, bis die beiden Dinger da fertig sind? Ich kann ja sowieso hier nicht raus, solange die Typ da noch lieb. Schleppt mir doch mal den Kranken weg, bevor der hier noch gleich stirbt. Der ist ja schon so lange, liegt der da schon mit seinem gebrochenen Bein? Oh. Oh, was macht der? Oh, der braucht das. Muss ich das vielleicht. Wenn ich das jetzt so mache, kommen die dann? Zeigt das vielleicht nicht an, was die ist. Das ist kein Button, um das zu tun, sondern um das zu verhindern, vielleicht. Wäre seltsam. Naja, da steht ein Doktor rum. Der geht jetzt irgendwas machen.
Weisen wir es nochmal an. Vielleicht jetzt ja. Vor allen Dingen geht hier wahrscheinlich auch so langsam alles in die Brüche ohne unseren Techniker. Kommt, jetzt schleppt mir den da schon rein. Kann ich nicht selber da reinschieben? Mach doch mal hier die Leiter weg. Sollen die Leute denken? Ach, komm, ach, immer noch er. Tja, ich glaube, ich baue eine zweite Luftschleuse. Warum eigentlich nicht? Sonst wird das heute, glaube ich, hier nichts mehr. Ja, komm mal. Warum nicht? Kriege ich die so breit hin, dass ich da auch noch einen Laser hinkriege? Sagen wir 1, 2, 3. Oder eine Grube mit Haien mit Laserkanonen auf den Köpfen. Das wäre ja super. Oh. Ja, oder ich drücke die einfach weg. Das wäre die nächste Alternative gewesen, die ich jetzt vorgeschlagen hätte. So, also ein Feld, 2, 3. So, und da dran. Nicht irgendwelche Tasten drücken, einfach. Ich kann da jetzt nicht einfach noch einen Raum dran machen, weil das Ding da im Weg ist. Da muss ja noch ein kleiner Raum sein. Nur eine kleine Luftschleuse. So. Perfekt. Objekte. Zone, Erdoktor. Geht das noch gar nicht? Ne, müssen wir warten, bis der Raum fertig ist. Vielleicht haben wir auch Glück bis dahin. Die schleppen mir den da endlich weg. Ich kann es nicht bauen, weil er da liegt. Oh, was mache ich denn jetzt? Neuladen, der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Ich könnte mal eben alle zum Doktor machen, aber dann kriege ich die nachher nie wieder richtig zugeordnet. Wobei man das eigentlich an den Sternen sieht, ne? Ich mache mal jeden zum Doktor. Der zumindest so ein bisschen Doktorfähigkeiten hat. Irgendwer wird ihn da doch nochmal holen. Ich cancel das auch nochmal. Aber da sind doch Türen, ne? Da kann man doch rein. Ja, sind zwei Betten. Kommt man da vielleicht nicht so dran oder so? Wollen wir nochmal versuchen. Soll ich das Bett vielleicht mal abreißen? Ich reiß das Bett hier mal ab. Hey, wir haben noch ein neues Debrief zumindest inzwischen. Ach, da oben, praktisch. Dann wird das unser erstes. Aber hilft uns nicht. Ja, der Bilder ist damit beschäftigt. Das heißt, der kann das da gar nicht abbauen. Ach. Doof. So, ich drück nochmal. Ekstatisch, ja. Da liegt er. Schleppt ihn einfach da rein, Mann. Oh, ich kann ihn auch nicht. Ich würde sagen, ich entlasse den, aber. Das geht nicht. Ich müsste ihn schon töten. Und zwar töten, indem ich die Base abbaue. Vor allen Dingen der... okay. Das ist natürlich auch schön, dass der jetzt hier keinen Sauerstoff mehr hat. So, ich versuch's doch nochmal hier. Mach das runter, warte ich mal eben, bis der sich hier ausgezogen hat. Oder ich ernenne einfach einen neuen. Hier, du machst das. Du von mir ist auch. Jetzt baut mal schön schnell. Ja, noch einer, der wartet. Sehr schön. Der will aber doch nicht rausfliegen, um das Ding da abzubauen, oder? Die wollen alle hier bauen. Dann müssen wir es doch nochmal hier wegmachen. Aber wenn ich jetzt die Bilder wieder rausnehme, dann... Ja, wenn die mir jetzt sterben, bin ich aber böse. Tja, so leicht kann das dann hier in einem... kleinen doofen Bug dann auch direkt schon scheitern. Mal überlegen. Was machen wir denn jetzt?
Eine Hälfte Bilder, die das Ding abreißen sollen. Andere Hälfte Doktor, die da. Weil ich kriege ja die Leute hier auch nicht da weg. Vor allem ist auch der gute Bilder. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Keine Ahnung. Kriege ich die nicht weg? Tjo, ich kann es nur laufen lassen. Könnte ich die Tür. Kann ich die nicht, kann ich die nicht manuell schließen? Nein. Kann ich nicht sagen. Ziehe das Ding aus. Oh, das geht. Oh, das ging gut. So, ihr auch bitte. Zumindest in die Richtung. Zieh doch bitte das Ding aus. Ist das eine Bett abgerissen? Nein, aber da ist gerade einer mit dran. Gut. Anscheinend. Okay, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Wenn es an dem Bett gelegen hat, sollte das Problem sich sofort lösen. Na, so kriegen wir es auch wieder hin. Doktor. Ja, gut, komm, jetzt müsste er aber. Jetzt müsste er aber. Komm schon. Schlepp den darüber. Okay, das hier hebe ich nochmal eben auf. Vielleicht liegt es jetzt daran, dass er das Bett blockiert, aber nein. Da tut sich nichts. Er wird einfach ignoriert. Hilft nichts, den müssen wir töten. Es hilft nichts. Aber wie kriege ich das hin, ohne dass die ganze Basis drauf geht? Das wäre die nächste Frage. Gar nicht. Wenn ich hier jetzt ein Loch reinreiß, dann wird die Sauerstoff von der ganzen Basis flöten gehen. Wobei, vielleicht wenn wir Glück haben, erst in dem Raum. Und dann wird es eine ganz knappe Geschichte. Da hilft, glaube ich, fast nur neu anfangen. Also ich versuche es auf jeden Fall. Komm. Kann ich nicht den Typen einfach vaporisieren? Ich mache jetzt hier ein Loch in der Wand. Zack. Ich kann auch alle zum Bilder machen. Nee. Jetzt machen wir ein Loch in die Wand. Theoretisch machen wir ein Loch in die Wand. Okay. Dieser Plan ist ebenfalls gescheitert. das könnte doch daran liegen, oder? Okay, eine Idee hätte ich noch, vielleicht holen die den da nicht raus, weil das Ding ja in Betrieb ist. So, alles abbrechen. Und jetzt kommt ein Doktor und holt ihn bestimmt. Jetzt kommt ein Doktor und holt ihn bestimmt. Ach komm, jetzt tu mir doch schon den Gefallen. Ja, hier kommt doch rein. Bitte Raider, die jetzt hier reinkommen und den einfach töten. Oh, es sind zumindest Raider. Okay, ich glaube, wir haben unsere Lösung. Ah, Moment, bevor wir jetzt hier... Oh, alle Security zusammenreißen, so. Und 5 Stück. Oder lassen wir es noch, warte. Wir warten noch eben. Wir warten noch eben, bis sie drin sind. Also der Turm draußen bringt übrigens nichts. Habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet. Die kommen nicht rein. Die kommen nicht rein. Es ist doch zum Mäusemelken. Es ist doch zum Mäusemelken.
Herzlichen Glückwunsch. Ich werde jetzt einmal speichern und rausgehen. So, da bin ich wieder. Schauen wir mal. Der liebe Herr jetzt hier abtransportiert wird. Die ganzen Raider sind draußen schon mal erstickt. Das ist sehr schön. Also schön ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber praktisch. Wir sind eingesperrt. Und ich kann keine neuen Räume bauen, weil ich nicht rauskomme. Eine Idee hätte ich noch. Reaktor, du bist jetzt kein Reaktor mehr, sondern ein Airlock. So, und jetzt fangen wir ganz langsam an. Jetzt machen wir Space Speed locker. Dann Türen, eine Tür nur, und zwar in diese Richtung. Die andere Tür muss natürlich weg. So, kriege ich die downgetiert, so dass da eine Wand übrig bleibt, glaube ich. So, jetzt darf nur keiner auf die Idee kommen, draußen zu bauen. Ja, schön. Das funktioniert. Gut. Wenn wir dann einmal wieder draußen sind, dann können wir weitermachen. Dann mache ich nämlich hier jetzt einfach kein Airlock mehr draus. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt heißt, dass sie abgerissen werden, aber wenn, ist auch egal. Ja. So, jetzt müsste aber einer da auf die Idee kommen, den zu holen. Ja. Oh, er ist von selbst wieder aufgestanden. Juhu! Oh. Was? Ach, Menno. Super. Klasse. Hat funktioniert. Nicht ganz so wie geplant, aber das ist egal. Auslöser war auf jeden Fall das zweite Erlaubnis. Ich will hier keinen Reaktor hinbauen, dann kommen wir jetzt ohne Reaktor klar und bauen den später einfach nochmal neu. Und wir haben einen neuen, viel schöneren, größeren Airlock, der uns zumindest eine Sache jetzt erlaubt. Und zwar können wir jetzt hier einen Turret reinsetzen. Außer also mal direkt zwei Turrets reinsetzen. Ach, warum eigentlich nicht? Ne? Wir haben es ja. Boah, die sind echt teuer. So, und damit können wir dann jetzt hier nochmal eben die Jobs wieder neu verteilen. Miner. Du kannst Bilder bleiben. Obwohl, nö. Techniker. Techniker. Wissenschaftler. Drei Doktoren machen wir auch nicht. Techniker. Wissenschaftler. Ne, Techniker. Ist der zweite. Ach, das war der zweite Wissenschaftler. Wo ist denn der Bartender da? So, 1, 3, 1, 4, 2, 2. Passt. Nee, zwei Doktor möchte ich nicht. Einer darf sich noch opfern. Robin Storm klingt nach Krieger. Okay, gut. Damit hoffe ich, ihr habt mir gerne eine Folge lang bei Jammerns und beim Rumrätseln, wie man dieses Problem hier löst, zugehört. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich baue hier jetzt einen Live-Support raus. Die Türen, die müsste ich dann nochmal, zumindest die Tür sollte ich dann nochmal eben wegnehmen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Bis dann, euer Schumbock.